Ladebildschirm. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin, ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Das ist nicht nötig, Duncan. Ihr seid Bryces jüngstes Kind, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal persönlich begegnet sind. Ja, Eure Majestät, mein Name ist Gray. Euer Bruder ist bereits mit den Männern aus High Ever angekommen, aber wir warten noch immer auf euren Vater. Er wird nicht kommen. Er ist gefallen, als unser Schloss eingenommen wurde. Gefallen? Was meint ihr damit? Duncan, wisst ihr etwas darüber? Taryn Cousland und seine Frau sind tot, Euer Majestät. Arl Howe hat sich als Verräter erwiesen und Schloss High Ever eingenommen. Wären wir nicht entkommen, hätte er uns getötet und euch irgendeine Geschichte aufgetischt. Ich kann es kaum begreifen. Wie konnte er nur glauben, mit einem derartigen Verrat durchzukommen? Sobald wir hier fertig sind, wende ich meine Truppen nach Norden und ziehe Howe zur Rechenschaft. Ihr habt mein Wort. Vielen Dank, Eurer Majestät. Ich bin mir sicher, ihr würdet gerne euren Bruder sehen. Leider sind er und seine Männer gerade auf Erkundungsmission in der Wildnis. Ich brenne nicht darauf, es ihm zu erzählen, Euer Majestät. Das bezweifle ich nicht. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn wiedersehen, sobald die Schlacht vorüber ist. Verzeiht mir, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann euch nur raten, euren Schmerz vorerst gegen die dunkle Brut zu richten. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliffe in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Jo. Ich mag ja den König. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Er scheint die dunkle Brut nicht wirklich ernst zu nehmen. Das ist wahr. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Wie läuft er denn? Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Ja, wir sollten mit dem Ritual fortfahren. Was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Und eingefroren. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort.
Wird gespeichert. So. Habe ich eigentlich gesagt, herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Ostagar. Ja. Und jetzt haben wir hier die tolle Quest. Hier das Wesen mit einem Rang. Ja. Toll. Wir können ein Level aufsteigen. Machen wir natürlich Stärke. Ja. Punkte. Oh nein, ich muss. Ganz kurz. Musste niesen. Konnte mich aber muten, hoffe ich. So, Meister, kannst du den... Natürlich machen wir das. Der schmetternde Treffer. Der schmetternde Treffer, zwar nicht passiv, benötigt 23 Stärke, verbesserte Kampfausbildung. Der Charakter ist in Zerstörung, Vernichtung gleichermaßen bewandert und erhält einen hohen Schadensbonus gegen Golems und andere Konstrukte. Das machen wir mal natürlich. Weiter. So, jetzt haben wir wieder ein Taktikfeld. Ich nutze sie eh nie. Was haben wir hier so feines? Königlicher Hochweg. Ah, komm mal auf den Hochweg. Habe ich jetzt eigentlich hier die... Ah, immer noch nicht. Ach, schon... Also ich meine, es ist schon ein bisschen älter, das Game, aber es ist immer wieder... Immer wieder geil. Vor allem, wenn man es ewig nicht gespielt hat. Darf ich mal durch? Danke. Hallo. Ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Ja, Bauchredner. Oder wer war das? Du warst das, oder? Deine Lippen synchronisieren. Entschuldigung. Ich gehe mal hier ein bisschen im Lager umher. Hallo. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Das tue ich wohl. Aber es wäre unangemessen, die Angelegenheiten des Königs mit euch zu besprechen. Ich glaube, er trinkt mit den Grauen Wächtern im Lager. Ihr müsst wissen, dass er große Achtung vor ihnen hat. Genau wie sein Vater vor... Wie ihr wünscht. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich gleich durchdrücken. Loghain Wache. Ihr nähert euch dem Zelt von Taryn Loghain. Was ist euer Anliegen? Erzählt mir von Taryn Loghain. Wie kann es sein, dass ihr nichts von Loghain wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Taryn machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die Dunkle Brut ohne Loghain niemals besiegen würde. Ist der Taryn sein Zelt? Was macht er? Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Überreden. Ein wenig könnt ihr mir noch bestimmt von ihm erzählen. Ich denke schon. Solange wir leise reden, er und der König streiten schon seit Tagen. Der Taryn kannte den König schon als Baby, deshalb verzichten sie auf Förmlichkeiten. Der Taryn sagt, was er denkt, und der König brüllt direkt zurück. Ich persönlich denke, der König sollte tun, was Taryn Loghain sagt. Ohne den Taryn würde es hier nicht so gut für uns aussehen. Macht euch nicht lächerlich. Er kann nicht jedem, der hier vorbeikommt, eine Audienz gewähren. Oh, das wusste ich nicht. Wartet hier, ich hole ihn. Geh doch, Pisser. Ja, was gibt es? Alter, die Hackfressen. Ah, ihr seid Dunkels neuer grauer Wächter, nehme ich an. Kaelins Faszination für die Grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Nö. Aber du scheinst ja diese Faszination nicht zu teilen. Die Wächter sind beeindruckend, aber bei weitem nicht so bedeutend, wie Kaelin denkt. Ihr kommt mir bekannt vor. Habe ich euch auf dem Landding gesehen? Mein Vater war Taryn von Halbar. Der König hat mir von seinem Versprechen berichtet. Ich bin mir sicher, dass er alles dafür tun wird, es zu erfüllen. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Ich weiß es nicht. Wenn Kaelin seinen Willen durchsetzt, wird es so sein. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Und wenn er das nicht ist? Dann betet trotzdem. Okay. Ich hoffe ja mal, dass man so ein paar neue Codex-Einträge davon bekommt. Au. Hallo, Feldwebe. Seht, rührt den Kadaver nicht an. Wir werden ihn verbrennen, damit er nichts infizieren kann.
Okay. Da sind so Daten. Da hinten irgendwas. Schön cool hier. Es soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen. Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir haben jede einzelne Schlacht gewonnen. Und doch werden sie jedes Mal mehr. Da fragt man sich, ob diese grauen Wächter nicht vielleicht doch recht haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn du mich fragst, klingt das nach dem perfekten Zeitpunkt. Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Wir mussten ihnen Maulkörbe verpassen, damit sie uns nicht beißen. Es ist ein langer, qualvoller Tod. Voll. Das klingt genau nach dem, was man haben will. Wüterich, hey, mein Freund. Singt ihr wer? Hey, danke. Wie ich sehe, hast du unser Zelt gefunden. Hä? Brauchst du etwas? Hier ist kein Zelt. Ich habe einige Fragen, mein Alistair Freund. Kann dir weiterhelfen. Wie? Ich hatte gehofft, er wäre inzwischen zurück. Wo ist er denn? Hä? Was für ein Zelt? Ist das unser Zelt? Euer Zelt? Dieses Zelt? Ritter. Aschekrieger. Du da, Elf. Wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taren Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Und er eilt hinfort. So, was haben wir hier denn? Hallo. Entschuldigt mich. Ich muss die Hunde für die Schlacht vorbereiten. Ja. Entschuldigt mich. Ja, ja. Ich muss die Hunde für die Schlacht vorbereiten. Die Hälfte von ihnen ist krank vom Blut der dunklen Brut. Und beklagen den Tod, der viele erwartet. Hier wird gebetet. Hallo. Seid gegrüßt, junger Mann. Ihr seid Dank ins neueste Rekrut, nicht wahr? Kenn ich ihn. Er ist kein Mann, der leicht zu beeindrucken ist. Ihr solltet stolz auf euch sein. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Win. Ja. Eine der Magierinnen, die der König hierher gerufen hat. Und ich bin Grey. Es ist mir wirklich eine Freude und ich wünsche euch viel Glück auf dem Schlachtfeld. Genau genommen wünsche ich das uns allen. Ja, aber der König glaubt ja, dass das voll easy geht. Der König muss immer zuversichtlich wirken. Sein Verhalten beeinflusst die Moral seiner Männer. Er scheint allerdings leicht zu begeistern zu sein. Er erinnert mich an einen jungen Hund und ich sage das voller Respekt und Zuneigung. Er ist ein guter Mann. Um die dunkle Brut zu besiegen, müssen wir zusammenarbeiten. Allerdings scheinen das noch nicht alle begriffen zu haben. Habt ihr denn schon mal gegen die dunkle Brut gekämpft? Ja, gegen Nachzügler. Nicht gegen die riesige Horde, von der die Späher berichten. Okay. Ich frage mich, wie viel wisst ihr über die Verbindung zwischen der dunklen Brut und dem Nichts? Ich weiß, dass das Nichts der Ort ist, an dem man geht, wenn man träumt. Jedes Mal, wenn euer Geist euren Körper verlässt, ob im Traum oder im Tod, betritt er das Reich, das wir das Nichts nennen. Es beheimatet viele Geister. Manche von ihnen sind freundlich und andere eher nicht. Im Herzen des Nichts liegt die schwarze Stadt. Was ist denn die schwarze Stadt? Manche meinen, die schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den Ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Und ist sie wahr? Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Das ist zumindest etwas, worüber man nachdenken kann. Ja, manchmal ist es weise, die eigenen Handlungen zu überdenken. Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. In der Tat. In der Tat. Ich glaube, wenn man...
mit dem Magier anfängt oder so, dann kann man mit dieser Sabrine. Also kann ich dir. Hey, wer ist David? Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Und du bist? Mein Name ist David. Es wird auch Zeit, dass du hier auftauchst. Ich hatte schon fast gedacht, sie hätten dieses ganze Ritual nur erfunden, um uns was zum Nachdenken zu geben. Was weißt du über dieses Ritual? Ich bin letzte Nacht ein bisschen im Lager herumgeschlichen und da habe ich ein paar graue Wächter reden hören. Also habe ich eben ein bisschen gelauscht. Ich glaube, sie planen uns in die Wildnis zu schicken. Vielleicht tun sie das, wir werden sehen. Das ist mir alles viel zu geheimniskrämerisch. Da zuckt mir die Nase. Ich schätze mal, wir müssen abwarten, was kommt. Als ob wir eine Wahl hätten. Ich wäre nicht hier, wenn ich... was? Also ich freue mich darauf. Du klingst genauso wie der komische Ritter. Naja, wenn du meinst. Aber egal, es ist wohl Zeit zu Duncan zurückzukehren. Ja, ist denn der komische Ritter? Ich würde da sein, falls du mich brauchen solltest. Ja, tschüss. Und was ist mit dir, Puppe? Du bist nur eine Soldatin? Wie geht es euch? Mir ist gerade besser. Hallo, Quartiermeister. Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Nein. Verdammt, wo ist sie nur hin? Wehe, wenn die Rüstung bei ihrer Rückkehr nicht ausgebessert ist. Beim Erbauer, dann werde ich... Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Braucht ihr Hilfe bei der Suche nach diesem Mädchen? Ich bin mir sicher, dass ihr Besseres zu tun habt, als für mich durch die Gegend zu laufen. Ich würde nicht fragen. Ich finde sie schon. Welche Ausrüstung habt ihr denn? Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Ich kann euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich, zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Ja. Lass mich eure anderen Waren sehen. Solange ihr es für euch behaltet. Was meint ihr denn mit anderen Waren? Ach, hier ist so eine Waren. Okay. Was haben wir denn hier so Feines? Ich kann erstmal meinen ganzen Ramsch hier verkaufen. Immer eine Streitaxt, die ist auch zwei, nicht ein Hammer. Ne, das ist... Ach, das ist meins und das ist... Okay. Also kann ich jetzt hier den ganzen Rotz verkaufen. Ja, vier Stück. Und hier immer noch. Nieten besetzt. Den Schild. Kauf einfach alles. So. Alles verkaufen. Und was hat der hier so an der... Nein, nichts Besonderes. Dankeschön. Jetzt gehen wir mal hier zum Lazarett. Das Lazarett in Nazareth. Ah, Amme. Ihr werdet hier nicht lange bleiben wollen, Wächter. Die meisten dieser Männer wurden vom Blut der dunklen Brut verdorben. Okay, dann reden wir mit der Priesterin. Ah, ich nehme an, ihr seid einer der neuen grauen Wächter. Ja, so. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Na, aber natürlich. So segne ich euch, grauer Wächter, im Namen Andrastes und des Erbauers. Jo. Möge der Gesang des Lichts euren Namen bis zu den Ohren unseres Herren tragen. Danke. Sagt man da danke, ich was. Hier blinkt ja doch eben was. Ach, das ist die Truhe, die verschlossen ist. Natürlich ist sie verschlossen. Nina, Drina, du, hallo Gefangener. Na? Hey, ich will mit dem reden. Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ja. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Ihr wurdet nicht verurteilt? Nein. Leute wie mich sperrt man in einen Käfig. Bis irgendjemand, der wichtig genug ist, Zeit findet, über unser Schicksal zu entscheiden. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde und ich bin am Verhungern. Warum bist du denn da drin? Ich bin ein Deserteur. Zumindest denken sie das. Allerdings bezweifle ich, dass ich sie vom Gegenteil überzeugen kann. Das Militär ist bei sowas ziemlich eigen. Seid ihr desertiert? Ich bin nicht desertiert. Aber was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht durchs Lager schleicht? Wen kümmert das? Ich will doch nur etwas essen und Wasser.
Wenn ihr unschuldig seid, kümmert es mich. Ja. Ihr seid vielleicht ein Witzbold. Egal, was ihr denkt, sie würden niemals auf euch hören. Nicht, dass ich euch nicht dankbar wäre, wenn ihr es versucht. Ihr seid in Ordnung. Und sie haben nicht einmal Unrecht. Ich wäre vermutlich später desertiert. Nur bin ich es eben nicht, als sie mich geschnappt haben. Das ist alles. Ich hoffe, ihr bekommt jetzt keinen schlechten Eindruck von mir. Ich bin immer noch hungrig genug, um meine Schuhe zu fressen. Warum haben sie euch nichts zu essen gegeben? Ich nehme an, dass einfach niemand daran gedacht hat, bei den ganzen Schlachten und so. Ich werde gucken, was ich machen kann. Fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Der hungrige Dator, hallo. Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Der gar keiner ist. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Natürlich. Wer genau ist dieser Gefangene? Das heißt, er sei vor dem Krieg in Denerim rekrutiert worden. Hat er vielleicht geglaubt, er müsse nie in den Kampf ziehen, wenn er dem König dient, oder was? Er sieht so aus, als würde er die ganze Zeit verschwinden, den ganzen Tag. Ich kann ihn ja schlecht einfach laufen lassen, oder? Ach, das Militär wird entscheiden, was mit ihm geschieht. Wahrscheinlich warten sie einfach darauf, dass irgendjemand Wichtiges eine Entscheidung trifft. Ich bin doch wichtig, dann wird er vermutlich bin ich wichtig? Und ich kann mich ich um andere Dinge kümmern. Bin ich wichtig? Warum wollte er denn desertieren? Warum desertieren solche Typen wohl? Weil er glaubt, er müsse sterben und weil er ein dreckiger Feigling ist. Darum. Entweder ist es das, oder er hat ein paar Schwachköpfen geglaubt, die behaupten, die dunkle Brut würde einen verschleppen und fressen. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Doch. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. Ja. Ach, es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er zu essen bekommt. 10 Kronen? Gut, gebt ihm was zu essen, wenn ihr wollt. Was sind wir in Dänemark, oder was? Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Ja, mach doch. Nur damit ihr es wisst. Und was ist hier? Hallo? Wache? Ihr habt euer Essen und Wasser bekommen, also geht jetzt. Ja, ja. Also? Ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ja. Ich sterbe vor Hunger. Ja. Ich danke euch. Ihr seid wirklich freundlich. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Ja. Lazarett. Das Lazarett von Lazarett. So. Ich kann hier nicht runter. So, jetzt gehen wir mal zu dem guten Lager der Magie. Drühe. Besänftigter. Kann ich mit dem Besänftigten eigentlich reden? Ja. Willkommen, junger Mann. Wer seid ihr? Ich bin einer der Besänftigten. Ich gehöre dem Zirkel der Magie an. Aber anstatt Zauber zu wirken und Bücher zu lesen, verbringe ich meine Zeit mit Verzauberungen. Ja? Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Ihr sprecht ziemlich seltsam. Warum tut ihr das? Lasst es mich folgendermaßen ausdrücken. Ja? Wisst ihr, warum magiebegabte Wesen gefürchtet werden? Nein, doch ein schon. Die Gefahr, die Magie mit sich bringt, übersteigt ihre Macht bei weitem. Diejenigen, die über magisches Talent verfügen, ziehen Dämonen und Geister an. Es ist leicht, Besitz von uns zu ergreifen. Und dann werden wir zu den Schreckensgestalten, die als Abscheulichkeiten bekannt sind. Selbst jene mit begrenzter Begabung ziehen hungrige Geister an. Jeder, der die Macht besitzt, kann von diesen Dämonen die Blutmagie erlernen. Deshalb hält man uns für gefährlich. Das ist unser Fluch. Deshalb wurde ich zu einem Besänftigten gemacht. Meiner Emotionen und Talente beraubt, stelle ich keine Gefahr mehr dar. Das klingt nach einem Grauen. Es mag euch so erscheinen, aber ich empfinde kein Grauen. Ich bin zufrieden, auf meine Weise dienen zu können. Wärt ihr ein Magier, würdet ihr das anders sehen. Wie macht man das denn?
Unsere Stirn wird mit Magie gebrandmarkt, wodurch unsere Talente und Gefühle ausgeschaltet werden. Soweit ich weiß, kann der Prozess nicht rückgängig gemacht werden. Ich empfinde Mitleid mit euch. Ja, ich empfinde nichts. Wie der Name schon sagt, ist mein Leben ziemlich sanft und friedlich. Ich bin am Leben, produktiv und für niemanden eine Gefahr. Das kann man kaum als schrecklich bezeichnen, oder? Vielleicht sollten wir uns über etwas anderes unterhalten. Ja, ich glaube, das wäre besser. Braucht ihr Hilfe? Was genau ist eine Verzauberung? Sie bezeichnet den Prozess, magisches Lyrium in Gegenstände zu übertragen. Die Zwerge waren die Ersten, die diese Technik angewandt haben. Die Besänftigten haben ihre Runen gelernt und wir verwenden sie, um eine Vielzahl magischer Effekte zu übertragen. Wir erschaffen glühende Lichter, ebenso wie Zauberstäbe und Flammenschwerter. Die Ironie daran ist vielleicht, dass die Trennung von unseren früheren Talenten uns erlaubt, auf diese Weise mit Lyrium zu arbeiten. Ein wahrer Magier wäre dazu nicht fähig. Was für Zauber gibt es denn? Es gibt Runen, die die Macht der Elemente enthalten und andere, die Stärke und Schnelligkeit verbessern. Mit genügend Können und Lyrium kann jedem Zauber Beständigkeit verliehen werden. Okay. Je größer die erforderliche Macht ist, desto teurer ist natürlich auch die Herstellung der Runen. Wahre Macht hat ihren Preis, wie wir alle nur zu gut wissen. Okay. Danke. Auf Wiedersehen. Ciao. So, jetzt haben wir mit dem Maui geredet. Gehen wir mal hier noch hoch. Ah, schon cool. Die ganzen. Das sind halt auch, da sieht man die verschiedenen Parteien. Hier sind leider die Templer nicht ansässig. Aber man kann ja nicht alles haben, ne?